Tag, Leute, ich begrüße euch recht herzlich zur 157. Ausgabe von meinem Famarama-Wochenrückblick. Was war los auf meiner Farm in Famarama und sonstiges? Teil 1 von 2, ja, 15 Minuten Grenze von Videos. Ich liebe dich nicht. Na gut, auf jeden Fall gibt's dazu natürlich auch mit dabei die Frage der Woche. Win der Woche, Fail der Woche, die aktuellen Gerüchte und so weiter und so fort. Was alles in Teil 1 passen wird, das wird man sehen. Vielleicht diesmal ein bisschen weniger als sonst, denn ja, es geht über die letzten 2 Wochen. Daher ja, leider ich's letztes Wochenende nicht geschafft habe, einen Wochenrückblick rauszuhauen. Ja, das ist generell, muss ich sagen, so leider wirklich aktuell so das Manko an der ganzen Sache. Es fehlt mir wirklich die Zeit für das Ganze hier. Und ja, ich würde auch wirklich gerne viele andere Rubriken gerne mal wieder draußen, so alt fürs Neue, hier, da und dort oder auch, und das ist auch der Grund, warum ganz einfach mein Let's Play-Kanal eigentlich seit Monaten mehr oder weniger stillsteht und gar nichts mehr passiert hier. Denn man glaubt es kaum, aber es ist so, es nimmt schon die ganzen Videos einiges an Zeit in Anspruch und ja, so viel leider habe ich dann nicht, dass ich da mich 5-6 Stunden pro Tag einfach mal für Videos beschäftigen kann und Famarama und yippee und nein. So ist es halt nicht, ja. Böse Zungen würden vielleicht sagen, ja, du quasselst ja nur im Mikrofon und dann landet es irgendwie auf YouTube und das war's. Nicht ganz richtig. Also nimmt schon wirklich einiges an Zeit in Anspruch. Und ja, deswegen kommt, kann es auch vorkommen, ist es auch vorgekommen in letzter Zeit, dass vielleicht das ein oder andere Video mit einem Tag Verspätung oder so gekommen ist, wie beispielsweise zum Halloween-Event oder und so weiter und so fort. Ach, die Liste ist lang. Ich hoffe aber, ihr seht es mir nach. Gut, jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema und genau deswegen könnte es wieder lange werden hier. Alleine schon 2 Minuten und ich habe noch nichts, kein Wort darüber verloren über das eigentliche Thema. Starten wir rein in diesen Wochenrückblick und zwar mit was war los auf meiner Farm in den letzten 2 Wochen eben. Vielleicht Events, das sind ja sozusagen 3 mehr oder weniger zum Ansprechen. Leuchtkäfer-Festival-Event habe ich tatsächlich dann noch komplett geschafft. War ziemlich eng. Halloween-Event nicht, da fehlt ein bisschen was. Bin ich aber zu meiner Verteidigung, sehr gesagt, mit 2 Tagen Verspätung ins Event gestartet. Aber ist nicht so schlimm, dass ich es nie geschafft habe. Hunde-Event dafür war nicht so schwer. Das habe ich dafür wieder komplett geschafft. So sieht zumindest mein Event-Fazit aus den letzten 3 Events aus. Auf jeden Fall, ja, ist ja bekanntlicherweise auch an diesem Wochenende Baby Boom Day wieder und deswegen habe ich auch wieder sensationelle 6 Millionen Moospenny, die ich höchstwahrscheinlich in einer Woche nicht mehr haben werde. Und sind mir nämlich wahrscheinlich wieder ziemlich viel weniger, aber was soll's, auch mein Tulpenstand geht wieder sensationellerweise nach unten. Super Futter, Sparaktion, sei Dank und ja, aber hilft ja nichts. Weniger TG am Baby Boom Day ist gleich mehr Moospenny. So könnte man sagen hier. Aber okay. Ansonsten, ja, habe ich natürlich die ganzen Moospenny eben mit Hunden gemacht. Was ich da so alles ergattert habe, das könnt ihr auch nochmal gerne in meinem Baby Boom Day Video nachgucken. Ich habe auch schon einige Hunde-Werkstuben mir erbaut. Schlossereien tatsächlich. Einige, die kann, könnte ich, gibt schon welche auf dem Markt, denke ich, Erzeugnisse? Ne, Hydranten gibt es noch nicht. Könnte ich verkaufen oder spare ich sie mir für die Quest auf? Die kommt ja dann auch noch. Ich spare sie mir definitiv für die Quest auf, denn das Problem ist einfach an diesem tollen dynamischen Markt. Jetzt kann ich sie maximal für 601 Moospenny reinhauen. Macht keinen Sinn, weil das Ding ist immer ein paar tausend wert natürlich. Aber es wird erst so weit wert, wenn eben ihr irgend sowas reingehaut habt. Dann ist es sofort wieder weg, dann wird es mehr wert und mehr und so weiter und so fort. Deswegen wäre es Schwachsinn, denn jetzt schon her reinzuschmeißen den Hydranten. Auf jeden Fall, ansonsten auf der Farm bin ich zwar nicht aufgestiegen, dafür auf Bahamarama. Ich weiß gar nicht, ein oder zweimal seit dem letzten Wochenrückblick-Video. Das geht schnell hier und zwar Level 179 auf jeden Fall befinde ich mich. Ich habe mich auch wieder was geholt, weil ja, Korallenriff. Ha! Wann ist damit zu rechnen? Ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, tatsächlich, ich kann mich noch, ich glaube es, mich erinnern zu können. 2014 haben wir da gesagt, ach, hoffen wir, vielleicht, wenn wir Glück haben, kommt es noch im Jahr 2014.
Ja, und jetzt muss man sagen, wenn man Glück haben, kommt es noch. Also 2015 wahrscheinlich eh nicht mehr, aber man darf gespannt sein. Ob es kommt. Nee, wann es kommt. Ich habe mir den Pitomba-Baum dann einfach mal so geholt für ein paar goldene Bananen. Finde ich eigentlich recht schick. Und wenn man sich das am Markt betrachtet, also die Dinger, die sind schon einiges wert hier. Ein Pitomba-Frucht. 223, ja, da kannst du schön Moos für die machen, wenn gleich natürlich auf Bahamarama die Bäume. Oh, 46.000 so ein Pitombo. Kostet schon ein bisschen, was dort man das zusammenkriegt hier. Aber okay, ich glaube, ich habe sogar durch irgendwelche Events wieder ein paar Party-Dreste, könnte ich einfach auch wieder mal abdrehen hier. Und zwar, ja, 4 habe ich tatsächlich. Sehr schön. Ich würde übrigens gerne, ich habe jetzt meine ganzen guten Scheuchen hier auf die Ranke geklatscht hier. Denkt, gibt es eine Wunderranke dazu? Allerdings, das Großartige an der ganzen Sache ist, da sind sie, mir fehlt noch eine. Mir fehlt, welche fehlt mir denn, dass ich die Ranke will? Ich glaube, die Zauberscheuche. Ja, die Zauberscheuche fehlt mir. Ich lasse die dennoch hier stehen, ist mir jetzt egal. Ich habe keinen Platz mehr auf der Farm oder so. Zauberscheuche, wenn ich die würde ich gerne noch mal kriegen irgendwann. So. Springerschuhe hätte ich auch nichts dagegen, aber ich bekomme. Farmultre durch hier, was ist hier wieder los? Musikanten. Esel. Nicht Stadel. Egal. So, Ladeblume oder Minischweinchen oder Ritterross. Ich krieg 27.000 Moospenny. Okay. So. Oh, da ist hier die Gruselscheuche. Zack. Kriege ich sie oder nicht? Nein, wieder 27.000 Moospenny. Und da ist keine Gruselscheuche, keine Zauberscheuche, nichts mit dabei. Aber ein Mountie-Biber? Ne, ein Zahnarzt-Biber. Mann. Letzter Dreh. Es wird. Oh, Fledermaus will 3 Rot. Gar nicht mal schlecht. Eigentlich ziemlich geil. Okay, so viele dazu und ja, ansonsten. Ich glaube, so schick hat meine Hauptacker schon lange nicht mehr ausgesehen. Also vergleichsweise zumindest. Und ja, das war's. Auch im wesentlichen Sinne, was bei mir los war in Famarama. Und weil wir jetzt schon wieder bei überragenden 10 Minuten 30 sind, kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Und zwar, was war los in Famarama in den letzten beiden Wochen? Wie gesagt, so mein Halloween-Event begann, ist mittlerweile wieder schon zu Ende. Leuchtkäfer-Festival-Event ist zu Ende gegangen. Und ansonsten war viel mehr los. Einiges los zu meinen. Gab's wieder ein paar Bugfixe. Hier, da und dort. Beziehungsweise man konnte wieder das Mühlenabo kaufen. Es gab auch wieder Erntehelfertag. Wenn es nicht sogar den zweimal gab oder so in den letzten 2 Wochen oder einmal. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Könnt natürlich auch alles auf farmeramacheats.de nachlesen. Näheres gibt es da natürlich auch nochmal hier. Ja, es kam natürlich auch der Windkalender raus für den November, da kommen wir dann in die Gerüchten allerdings nochmal näher zu sprechen. Ernteil vom Monatspaket konnte man natürlich wieder kaufen. Mir ja, auch der Halloween-Kalender ging zu Ende. Da war an und für sich kurz was dazu gesagt, weil da habe ich auch nie wirklich eigentlich großartig was dazu gesagt. Zu Geschenken sagt man eigentlich niemals nein. Von daher gerne, warum nicht? Auch wenn es ein bisschen merkwürdig ist, dass es jetzt auch einen Halloween-Kalender gab, nach einem Sommerkalender. Adventskalender passt natürlich, den soll es geben, aber der Rest etwas skurril, aber da sagt man nicht nein. Zu den Preisen selber, klar hätten besser sein können, aber es sind einfach so geschenkt, von daher sollte man sich da eigentlich nicht beschweren, würde ich mal sagen. Gut war auch, dass man den im Nachhinein noch öffnen konnte. Im Gegensatz zum Sommerkalender, glaube ich, den konnte man im Nachhinein nicht öffnen. Das Blöde war an der ganzen Sache hier, ich habe ihn tatsächlich auch einmal vergessen zu öffnen. Musste es dem Nachhinein öffnen, kostete das nicht vielleicht 2, 3 Tulpgulden. Nein. 10 Tulpgulden. Okay, das ist ein bisschen viel vielleicht. Das Ganze. Ansonsten, was war sonst noch so alles los? Und zwar zum einen, ja. Auch wieder ein ja, recht interessantes Mini-Event. Und zwar der Gift und Trade fand wieder statt. Was? Gift und Trade? Der war ja erst letzten Monat, Anfang des letzten Monats. Und jetzt wieder? Ja! Gibt es da irgendeinen Manko? Ja, er fand statt, aber er fand wieder mal
von nicht Wochenende in Wochenende statt. Nein, er fand, das könnte man im Positiven sagen, nicht von Montag bis Mittwoch statt UEA, sondern von Mittwoch bis Freitag. Und das ist ehrlich gesagt eigentlich nur minimal besser, quasi eigentlich überhaupt nicht besser. Ändert nicht viel. Ziemlich blöd. Ja, ansonsten kam natürlich die Hundezucht ins Spiel in dieser Woche. Beziehungsweise Hundevent findet ja noch statt hier. Babybude natürlich dementsprechend auch in diesen Wochen in einem Superfutterspark und kann auch also auch wieder Superfutter verbilligt kaufen. Hundezucht, ja, ehrlich gesagt, am meisten hat mich überrascht, dass der Hund tatsächlich am als zweitniedrigstes Tier eingespielt worden ist. Das hat mich am meisten überrascht. Muss ich wirklich tatsächlich sagen. Und was ebenfalls ziemlich interessant ist, an der Stelle ein Danke an Skellish für den Hinweis. Und zwar bringt der Hundestall, wenn man sich das mal anguckt, hier 92,5 Erfahrungspunkte. Gut, man weiß, Ställe generell lohnen sich nicht wirklich so, wenn man auf EP aus ist. Bringen generell ziemlich wenig. Könnte man auch ein bisschen nachbessern, weil okay, früher war das viel, jetzt allerdings ist es halt gar nichts mehr. Da stellt man Ställe halt, wenn man eine P will, natürlich nie und nimmer auf. Aber zum Vergleich eben hier, beispielsweise eine Biberburg hier, die bringt weniger Erfahrungspunkte, ist aber das höchste Tier, das normale. Komische Sache irgendwie, würde ich nicht sagen, schlecht, wenn ein bisschen mehr EP bringt der Hundestall. Und des Weiteren habe ich vorher auch nie gesehen, von daher wirklich danke an der Stelle an Skalisch für den Hinweis, und zwar die Werksturm des Hundes. Den kann man tatsächlich erst ab Level 21 erbauen. Okay. Bisschen verrückt das Ganze. Diesmal. Aber was soll's. Na gut. So viel also zu den, ja, Hunden in Farmarama. Gut, und ansonsten war's das. Hoffentlich nun mit den ganzen News, was alles los war in Farmarama. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Kommen wir noch, das geht sich noch, das geht hier noch ganz leicht locker aus hier. Und zwar zum Win und zum Fail der letzten beiden Wochen, meiner Meinung nach. Und zwar beginnen wir vielleicht mit dem Fail, was meiner Meinung nach irgendwie dann gleichzeitig auch der Win ist. Und zwar beides der Gift und Trade. Warum beides? Zum einen Win ist er, weil er, ja, so schnell wieder war, weil wir keine 3 bis 4 Monate drauf warten mussten auf das vielleicht ja, beliebteste Mini-Event, das es in Farmarama möglicherweise gibt. Das ist auf jeden Fall ein großer Win, dass wir also nicht so ewig lang warten mussten. Ich finde, 1 bis 2 Monate ist ideal, 3 bis 4 ist dann schon zu lange, von daher war es diesmal eigentlich recht gut. Was ich allerdings auch sagen muss, und das ist eben der Fail, fand eben wieder mitten in der Woche statt, Mittwoch bis Freitag. Ja, da hätte ich tatsächlich, muss ich fast sagen, lieber alle 3 bis 4 Monate Gift und Trade, und davon von Donnerstag bis Montag oder so. Wäre mir eigentlich dann noch lieber, weil so habe ich, auch dieses Mal habe ich ihn komplett ausgelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe drauf gepfiffen, diesmal auf den Gift und Trade. Ich habe nicht ein Cat Steve ertauscht. Das heißt vielleicht schon etwas hier. Außer irgendwie hat mir einen geschickt, ich weiß es nicht. Dann danke an der Stelle hier. Ich hoffe allerdings natürlich, die ganzen Preise, die ihr mal, die ich mal verlost habe bei Gewinnspiel, Wochenendgewinnspielen, Handwerksgewinnspielen und so weiter und so fort, also die Bäume stelle, die habe ich natürlich auch alle verschickt, aber sonst habe ich nichts gemacht, ganz einfach dieses Mal. Also, Gift and Trade, nicht ewig warten bitte, aber vor allem auch bitte nicht unter der Woche. Und wenn, dann nicht länger als 2 Tage, denn das ist ein bisschen schade, das Ganze sonst einfach. Meine Meinung. Stimmt ihr mir dazu oder nicht? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare rein, und damit soll es das gewesen sein mit Teil 1, denn mehr geht sich nicht aus in Teil 1. In Teil 2 geht es dann also weiter mit der Frage der Woche, mit den aktuellen Gerüchten und natürlich auch mit Sonstiges. Von daher schaltet auch da gerne wieder deinen Link, wie auch wie gewohnt zu allen möglichen Quatsch, den ich so finden kann, in der Videobeschreibung drinne. Klicke drauf und gleich bist du da. Würde mich freuen. Bis gleich, vielleicht, hoffentlich, eventuell. Doch, oder? Klicken. Danke.